Was an so einem Gate spannend sein kann, keine Ahnung, aber Benjamin weiß das. Los geht's. Herzlich willkommen zum Musotalk, dem Music und Sound Production Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum Musotalk Fabfilter Special. Die Firma Fabfilter war so begeistert von unserer kleinen Fabfilter-Serie, dass sie uns beauftragt hat, jeden Monat so ein Video zu produzieren, und da freuen wir uns auch drauf. Allerdings ist es ja so, dass es nur noch drei Plugins gibt, die wir noch nicht vorgestellt haben, ne? Ja, genau. Genau. Von daher die Frage an euch da draußen: Was interessiert euch an Fabfilter-Produkten? Gibt es da vielleicht irgendetwas, was Benjamin für euch vorbereiten kann? Wir freuen uns auf eure Kommentare und sind gespannt. Aber jetzt geht's erstmal los mit dem Gate. Ja, mit dem Gate tatsächlich. Oh. FabFilter hat das Gate schon ziemlich lange im Programm. Ein Gate, ja, was ist ein Gate? Also ein Gate ist dafür da, ist ein Gate, das heißt übersetzt Tor, das Tor aufzumachen und zuzumachen, Genau. Signale durchzulassen und andere Signale, die man nicht haben will, meistens die leiseren, die Nebengeräusche, erstmal wegzunehmen oder leiser zu machen. Das war eigentlich die Hauptanwendung eines Gates. Früher im Live-Bereich, man erinnert sich, Tom, Soundcheck, dumm, dumm, oh, es muss kürzer klingen, dumm, dumm. Und dann hat man Genau. noch einen Hall drauf gemacht. Genau. Und das war dann so auch dieser Phil Collins-Sound, der auch eine Genau. Zeit lang sehr, sehr en vogue ist. Auch dieser Gated Snare-Sound, der eine Zeit lang in den 90ern überhaupt nicht mehr gefragt war, kommt jetzt wieder, ist wieder da. Das heißt, das zeige ich auch mal, wie man das macht. Und was das Gate von FabFilter noch alles kann, was ein normales Gate so nicht kann. Genau, ich habe ein normales Gate hier in unserer Videoproduktionssoftware. Und das ist total unbrauchbar. Wahrscheinlich, weil die Jungs, die so Videosoftware programmieren, sich da keinen Kopf drum machen, wie das mit Audio eigentlich wirklich funktioniert. Die haben kein Release und kein Hold. Oh. Und das werden wir wahrscheinlich gleich bei dir sehen, Genau. wie wichtig gerade diese Parameter sind. Und ich hatte früher in meinem Studio tatsächlich ein Hardware-Gate. Ich glaube, das war von Drama. Und das braucht man auch. Ich habe da viel Strings und Flächen mitgetriggert, technomäßig und so. Und von daher, so ganz so trivial ist ein Gate anscheinend dann doch nicht. Eben. Steigen wir mal ein. Einfachstes Anwendungsbeispiel. Ich habe hier so einen Gitarrenloop, nicht von mir gespielt, mit einer Hallfahne, die ich dann ein bisschen kürzen möchte. Konnte man auch schon sehen beim FabFilter, dass der in der GUI anzeigt, welche Signale er wegschneidet. Ich mache es nochmal an. Also die ganz normalen Parameter haben wir jetzt erstmal hier oben sind Grundeinstellung, Classic, Clean, Vocal, Guitar, Upward und Ducking. Alles spezielle Algorithmen für die speziellen Anwendungsgebiete. Ich habe jetzt hier auch Guitar gewählt. Kurze Zwischenfrage: Sind das jetzt andere Algorithmen, wie du gesagt hast, also andere Funktionen dieses Gates, oder nur wie ein Preset andere Einstellungen? Das sind andere Algorithmen. Die Ah. werden nicht weiter erklärt. Oder sie haben als Anwendungsbeispiel hier Gitarre, Vocal, und man hat sich halt dann darauf bezogen, was bei der Stimme der besondere Ausklang ist, wie das bei der Gitarre ist. Gitarrengate ist eigentlich typischerweise im Metal-Bereich oft dieser harten Metal-Gitarren, die dann gegatet werden. Kann man auch heutzutage in der DAW durch Wegschneiden machen, mache ich eigentlich eher durch Wegschneiden. In der Live-Situation geht es nicht. Es gibt dieses Gate in einer Oversampling-Off-Funktion ohne Look-Ahead, wäre sie auch latenzfrei. Wenn man Latenzfrei allerdings heißt aber immer, das müssen wir ehrlicherweise auch hier erwähnen, Eingangslatenz, Ausgangslatenz. Ausgangslatenz, genau, und der Audiobuffer, das bleibt ja. Das Das wird, bleibt. ne, aber es kommt nichts dazu. Genau. Das heißt, man hat eben nur die Input- und Output-Latenz am Start, und bei der einen oder anderen Anwendung, zum Beispiel wenn man Video produziert oder sowas, wie wir das jetzt hier machen, kann man sowas dann durchaus einsetzen. Genau. Also nochmal kurz zu den grundsätzlichen Einstellungen. Threshold bestimmt den Wert, ab wann das Gate greift. Ratio, wie stark, das sieht man jetzt hier auch an der Kurve.
Wenn ich die Ratio auf 0 mache, wird nichts gegatet. Wenn ich die hochdrehe auf 100%, dann ist das Gate sehr hart. Dann gibt es von dir schon angesprochen die Release-Zeit und die Hold-Zeit. Ne? Wie lange ab Überschreiten des Thresholds die Hold-Zeit, dass sozusagen sobald das Threshold überschritten wird, dass man einen Wert einstellen kann, dass das Gate länger offen bleibt. Mhm. Ne? Und die Release-Zeit, wie schnell es wieder auf den Ursprungswert zurückgeht. Entweder ganz hart. Genau, die Schließgeschwindigkeit. Genau, ja. Genau, die Schließgeschwindigkeit. Attack ebenso auch, von 0 Millisekunden bis auf 1 Sekunde, 1000 Millisekunden, genau. Und bei der Attack habe ich immer eine Frage, ist das jetzt auch die Geschwindigkeit, in der dieser Schließeffekt stattfindet? Oder ist das die Wartezeit, bis er sich überlegt, jetzt schließe ich? Attack ist tatsächlich, wann greift es zu? Mhm. Genau, auf welche Impuls reagiert es? Und dementsprechend kann man auch hier noch die Look-Ahead-Zeit vergrößern. Dann öffnet er etwas früher, weil er weiß, gleich kommt der laute Anschlag. Und dann kommt das nicht ganz so überraschend. Ne? Dann wird das würde doch jetzt in deinem Beispiel bedeuten, die Gitarre hat ja einen ganz scharfen Attack vorne. Mhm. Könnte ich denn jetzt den Attack-Parameter so einstellen, dass das Gate diesen ersten Attack verschluckt und dahinter aufmacht? Es gibt eine ganz coole Variante, das zeige ich euch mal. Das ist der Ducking-Effekt. Das ist genau das Umgekehrte eines Gates, sondern er nimmt immer den Attack weg. Das ist hier sozusagen das Ducking, mache ich mal an. Das wäre ja das, was ich jetzt eben beschrieben habe. Man sieht es auch an der grafischen Darstellung. Ja, jetzt werden die Attacks komplett weggenommen. Das ist so wirklich als Kreativeffekt gedacht. Ich gehe mal wieder an die Gitarreneinstellung zurück. Was passiert denn jetzt? Ich würde es gerne mal hören. Ja, wir machen mal Look Ahead aus. Genau, Look und zieh mal den Attack ganz hoch. Attack ganz hoch, meinst du? Au, genau, hoch. Ah, dann macht er das doch auch. Genau, wenn es jetzt... Ja, fast wie das Ducking, ne? Fast wie das Ducking, genau. Genau, ja, genau du hast recht. Ja. Ganz genau. Genau, du hast recht. Du hast recht. Es gibt hier noch ein Expert, wie in fast jedem, ich denke in jedem FabFilter-Plugin gibt es hier den Expert-Mode. Mhm. Hier können wir zuerst einmal auswählen, ob wir das Gate von der Quelle triggern, auf der es sich befindet, oder extern triggern. Genau. Also extern. Extern heißt, man kann entweder ein anderes Audiosignal dazu nutzen, zum Beispiel. Wenn die Bassdrum getreten wird, soll in dem Moment der Bass komplett weg sein. Kann man ja auch sagen. Ne? In dem Moment, wo es gekickt wird. Das ist doch das typische EDM-Modell, ja, oder genau, nicht? Ne? Genau. Bassdrum kommt, der Rest weg, damit die richtig laut ist und umgekehrt, genau. Oder wenn man den Bass hat. Das macht man oft mit dem Kompressor, aber das kann man halt auch mit dem Gate machen. Deswegen ist auch der Bass immer auf und, damit die sich nicht in die Quere kommen. Genau. Ne? Richtig. Und jetzt sind wir aber bei in. Wir hören also das Gitarrensignal ab, das können wir hier bei Audition mal anhören und können hier die Frequenz auswählen, die er zum Trigger nehmen soll. Das ist nur das Sidechain-Signal, also das Signal, was den Gate sozusagen triggert. Falls man irgendwelche Rumpelgeräusche in der Stimme hat zum Beispiel. Haben wir jetzt nur das Gate... den Sidechain gehört? Jetzt haben wir nur den Sidechain abgehört. Okay, alles klar. Also das ist dieser Audition-Button. Das ist der Audition-Button. Alles klar. Genau. Und genau, richtig. Und das ist zum Beispiel wichtig, bei einem Vocal-Track zu gucken, dass der jetzt nicht irgendwelche Rumpelgeräusche oder so das Gate auslösen oder so. Ne? Also, dass man das... Wenn einer die Mikrofonständer... Ja, genau, was läuft. Weiß ich. es gibt einen Expander-Mode. Der macht das Umgekehrte, er macht nicht die leisen Elemente leiser, sondern er macht die attackigen Sachen lauter. Mhm. Ne? Er macht das, okay. Das ist hier, das nennt sich Upward. Wir hören mal, ich habe jetzt mal so einen Drum Loop
Wir hören mal rein, ich mache das mal an und aus. Da hat man jetzt gehört, wie er die Attacks, Bass und Snare rausgekitzelt hat. Mhm. Also wenn laute Signale kamen, wurden die noch lauter und noch. Und das, was sozusagen im Hintergrund war, diese Bongo-ähnlichen Elemente, ja, sind dann leiser gemacht worden. Aber Benjamin, dann ist das ja auch ein Transient-Designer. Der macht das ja so ähnlich. Ne? Damit kann ich ja auch die Attacks nach vorne bringen oder abschwächen. Genau. Also ist die Jungs, die uns einen Transient Designer verkaufen uns eigentlich nur ein Gate. Ein gutes Gate. Ja. Das könnte man hiermit auch machen. Ne? Also wenn ich diese Attacks verstärken will, wenn ich das mehr nach vorne bringen will, dass das ein bisschen punchiger ist. Genau. Oder eben umgekehrt, wenn ich so ein bisschen Moderater haben. Genau. Mhm. Also dafür ist es wirklich, wirklich gut, dieses Material dementsprechend zu formen. Als drittes Beispiel habe ich jetzt mal den Klassiker. Das ist der Hall, der auf der Snare sich befindet und gegatet wird. Warum hat man das gemacht? Also in den 80ern wurden Hallräume sehr populär, en vogue. Und man hat dann auch Hall aufs Schlagzeug gelegt, extrem große Hallräume und hat aber festgestellt, dass diese Hallräume natürlich alles zumatschen. Ne, wenn man jetzt einen großen Hall hat, dann müllt alles zu. Und dann hat man sich, dann hat einer gesagt, okay, ich nehme diesen Hall und hinter das Hall mache ich dann ein Gate. Und ich lasse das Gate von der Snare triggern, von dem Anschlag. Mhm. Und dann mache ich den Hold so weit auf, dass ich eine Viertel oder eine Achtel habe und dann schließt er einfach das Gate. Und der Hall wird abgeschnitten. Hören wir mal hier rein. Ich habe jetzt mal hier, das ist ein programmiertes Schlagzeug. Ich spiele mal die Snare vor ohne Gate. Ziemlich großer Hallraum drauf. Mhm. So, und jetzt muss man ein bisschen experimentieren und da hätte ich einen kleinen Verbesserungsvorschlag noch für FabFilter, dass man die Hold-Einstellung auf Notenwerte zur Host gesynkt anbieten könnte. Dass man einfach sagt, okay, man findet den Attack der Snare raus und sagt dann eine Viertel oder eine punktierte, weil so muss man doch ein bisschen gucken. Aber Hold-Parameter wird wenigstens mal schon in Millisekunden angezeigt. Das ist ja schon mal ein, genau. Kann man sich dann mit dem Taschenrechner noch behelfen? Kann man sich behelfen. Ich mache es eigentlich immer übers Ohr. Mhm. Release-Zeit muss man dann halt auch dementsprechend einstellen, dass man halt. Genau, weil das addiert sich ja auf. Genau. Bei einer kurzen Release wird das dann sofort abgehackt. Mhm. Bei einer längeren Release wird es einfach ein bisschen softer ausgefahren. So, das ist die eine Variante, wie man so ein Gated Snare machen kann. Die andere Variante wäre das über Sidechain. Ich mache jetzt mal hier meinen Hall aus und habe hier eine Raumspur in dem Slate Drum. Wir hören die mal rein. Jetzt ist mir das Schlagzeug aber zu verwaschen. Mhm. Was kann ich also machen? Ich kann in den Send der Snare eine Sidechain-Spur aktivieren. Ich habe auf der Raumspur den Sidechain aktiviert, das Gate draufgelegt. Die Snare triggert dieses Gate. Mhm. Und jetzt wird die Raumspur nur für einen gewissen Moment geöffnet. Ja. Wir hören mal rein. Mhm. Ist unter Umständen etwas natürlicher. Mhm. Und dann hat man nicht diesen künstlichen Reverb, sondern man hat wirklich so einen Raum. Da kann man auch wirklich mal zum Beispiel ein Raummikro nehmen, zum Beispiel
Monoraummikro komplett komprimieren, vielleicht sogar verzerren. Und immer wenn die Snare kommt, wird das halt kurz geöffnet. Mhm. Und das gibt so einem Drumsound eine unglaubliche Knalligkeit, die man so ohne weiteres nicht hinbekommt. Das wäre auch ein Anwendungsgebiet über diesen Sidechain. Und dann kann man auch den Hall-Effekt ein bisschen höher dosieren, weil man eben nicht diesen langen Nachhall hat, der überall anders noch hineinseiert. Genau, und kann sich den auch noch tweaken, damit er genau die Frequenzen der Snare unterstützt, die man da haben möchte. Sehr gut. Also diese beiden Möglichkeiten gibt's. Und jetzt kommen wir zu dem Elektro-Beispiel des externen Triggerns durch eine MIDI-Spur oder durch ein rhythmisches Element. Ach, MIDI-Spur geht auch. Als MIDI-Spur würde auch gehen. Okay. Man könnte MIDI-Noten einspielen. Mhm. Jetzt habe ich allerdings hier so eine Fläche mit dem Synthmaster One gemacht und einen Loop einfach reingezogen. Das ist jetzt so ein bisschen hier Cocktail Chill Out Lounge. Ja. Und ab dem Punkt, wo wir hier die lilane Spur sehen, wird dann das gleiche Loop, was wir als Schlagzeug hören, triggert dann gleich den Gate der Synth-Fläche. Klingt sehr theoretisch. Ah, wir hören mal rein. Das kommt mir bekannt vor, sehr gut. Genau, da habe ich quasi einmal diesen Drum Loop hier kopiert und stumm geschaltet, also auf keinen Ausgang. Und da fängt jetzt der Spaß aber erst an. Ich werde jetzt mal das hier loopen und den Percussion Loop ausmachen und nur diesen Trigger Loop anmachen. Wir haben nämlich auch einen Dry-Wet-Regler. Ich kann also jetzt sagen, die Fläche durchlassen, aber dieses rhythmische Element ein bisschen beimischen. Na, gut. Wenn man den noch fährt, den Parameter. Ja, kann man jetzt auch noch mal, genau, den kann man jetzt nochmal automatisieren. Ja, oder schön. Hier sind beim Sidechain nochmal die Lautstärken und das Panning des Links- und Rechtssignals. Was das auswirkt, zeige ich euch auch mal. Dadurch, dass ich jetzt den rechten Kanal lauter gemacht habe, wird der nicht mehr gegatet, sondern geht quasi durch. Und der rechte. Und dadurch hat man so einen. Ja, da hat man. Ja, einen pulsierenden Effekt. Das ist cool. Weil das gut, wo du das asynchron eingestellt hast. Und dann kann man sogar noch so weit gehen zu sagen, okay, ich möchte das Wette-Signal ganz links haben und das Dry-Signal möchte ich ganz rechts haben. Also ja, also wie gesagt, nur um zu zeigen, was ist auch noch möglich mit so einem Gate? Ja. Es gibt viele Spielereien und FabFilter hat sich da auch wieder was überlegt, wie man das quasi das Ganze wirklich auschecken kann. Und da kann man wirklich mal so ein Synthpad, so ein rhythmisches Element einbauen. Du kannst auf den Tisch klopfen und das aufnehmen und hast dann gleich einen interessanten Puls für dein Pad, was du vielleicht ewig programmieren müsstest. Ja. Das ist eigentlich eine ganz gute und schöne Variante und demnach ist das Thema Gate gar nicht so langweilig, wie wir anfangs dachten. Ja, stimmt. Oder? Ja. Interessant. Kurz noch zum Abschluss. Es gibt bei dem Gate, das ist der Synth, übrigens guter Tipp, sollte man sich mal reinziehen, den Synthmaster One.
gibt hier noch einen Oversampling-Modus, der die ganzen Algorithmus halt nochmal sauberer macht und ja, der dann allerdings Latenz produziert und den kann man die nicht mehr in Echtzeit benutzen. Das muss man halt wissen. Den Das gibt es gleiche gilt eigentlich für Lookahead natürlich, genau. ne? Genau, für Lookahead. Und das ist nur noch zum Ende gesagt. Ansonsten ist es ein schönes Tool, sehr übersichtlich, eine schöne grafische Darstellung, wo man sieht, was wird weggenommen, was wird durchgelassen und ein schönes Gate. Super. Vielen Dank. Gerne. Ja, und das war unser FabFilter Special, powered by FabFilter. Und da freue ich mich schon auf die nächste Gerne. Folge. Und bis dahin, macht mehr Musik. Tschüss.